So, hallo, schönen guten Tag. Hier der Michel vom Session in Frankfurt. Heute zu Besuch mit dem Carsten von Audio Pro. Und er hat uns, wie man sieht, hier ein paar wunderschöne Böchslein mitgebracht von JBL, die SRX-Serie. Und ja, dann würde ich sagen, hallo Carsten erstmal und erzähl uns doch mal, was du Schönes mitgebracht hast. Hallo Michel, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir kommen durften, um die neuen SRX-800-Systeme zu zeigen. SRX-800, das ist ein neues JBL-System, komplett aktiv, also self-powered, bestehend aus insgesamt 5 Lautsprechern, davon sind 3 Full-Range. Wir haben 2 dabei, 12 Zoll, 1,5 Zoll, 15 Zoll, 3 Wege. Und was fehlt, ist die mittlere, die 15er, 2 Wege, die hat hier nicht mehr reingepasst. Dazu gibt es passend noch den Doppel-18er Subwoofer, den haben wir hier, und den gleichen Subwoofer, nur mit einem 18er bestückt, den 818 SP. Ja, nicht schlecht, sehr schön. Und dann vielleicht mal so ein bisschen zu den Specs, hatten wir auch schon vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Thema Hochtöne fand ich sehr interessant, vielleicht mal so ein relativ großer Hochtöne. Ja, es ist ein großer Hochtöner, wie gesagt, diese Systeme sind an der oberen Leistungsgrenze angesiedelt, für professionelle Einsätze gedacht, deswegen sind auch die Komponenten entsprechend hochwertig und hochbelastbar. Jeder Lautsprecher hat eine 2-kW-Endstufe drin, alle Systeme werden Biamp angetrieben und somit ist auch für hohen Dauerschalldruck alles gewährleistet und gewappnet. Was noch besonders ist, da kommen wir gleich nochmal drauf, alle Systeme sind auch komplett netzwerkfähig und wir können sie fernbedienen. Das zeigen wir aber gleich separat, was man da mit der Software alles machen kann. Hinter dem Metallgitter der SRX-800-Serie verbergen sich die einzelnen Komponenten. Das ist bei JBL eine Besonderheit, weil JBL einer der wenigen Hersteller ist, die die Chassis noch komplett selbst fertigen und entwickeln. Ein Produkt von dieser Entwicklung sehen wir hier, der Tieftöner, der in allen SRX-800-Systemen verwendet wird. Es handelt sich hierbei um die 2270 Chassis-Familie, die es als 12 Zoll, 15 Zoll oder eben auch 18 Zoll Chassis gibt. Das Besondere hierbei ist der tiefe Magnet, weil hier drin eine Doppelschwingspule sitzt. Diese Doppelschwingspule arbeitet im Schwingspulenspalt und der Vorteil von dieser Doppelschwingspule, Differential Drive genannt, ist einfach der, dass die Spule deutlich höher belastbar ist und dass sie eine geringere Power Compression hat. Power Compression bedeutet einfach, die Spule wird weniger heiß, dadurch bleibt die Impedanz gleich und der Lautsprecher kann langfristig laut spielen. Im Hochtonbereich haben wir dieses Horn verbaut, ein 90x50 Grad Horn. Darauf arbeitet ein 2432 Treiber. Und auch dieser Treiber ist besonders, weil er einen extrem starken Neodym-Antrieb hat und auf eine 3-Zoll-Spule arbeitet. Diese 3-Zoll-Spule ist sehr groß, was natürlich Leistungsreserve bedeutet. Diese Spule, hier kann man sie erkennen, hat eine Membran, die geprägt ist, um Partialschwingungen zu vermeiden. Absolutes Profi-Equipment, was auch in vielen sehr großen Touring-Systemen von JBL verwendet wird. Eine Besonderheit der SRX-800-Serie ist das Endstufenmodul, das von Crown kommt. Es hat 2 kW Leistung und außerdem einen sehr hochwertigen DSP mit FIR-Filtern und über 2 Sekunden Delay. Von den Bedieneinheiten ist es so angelegt, dass ich hier 2 Eingänge habe, die ich separat regeln kann. Ich habe 2 einzelne Ausgänge zum Durchschleifen, aber ich habe auch noch einen Mischausgang von beiden Eingängen. Über das Display kann ich die wichtigsten Parameter hinten am Lautsprecher direkt einstellen. Weiterhin gibt es aber auch eine Netzwerkbuchse, mit der ich dann die entsprechende App oder auch Software via PC komplett benutzen kann und dann habe ich alle Parameter im perfekten Zugriff. Weiteres Ausstattungsmerkmal ist die Kaltgerätebuchse, die verriegelbar ist. Wie vorhin gesehen, haben die SRX-800-Systeme eine Netzwerkbuchse. Wenn ich dort über einen Router oder WLAN die Systeme an den Rechner anschließe, kann ich mit der Audio Architect Software alle Systeme komplett fernsteuern. Das funktioniert in etwa so. Links habe ich ein Auswahlfeld, wo ich die entsprechenden Lautsprecher mir in den Arbeitsbereich rüberziehe. Habe ich bereits vorbereitet. Einen Doppelklick hierauf und dann bekomme ich das Menü des Lautsprechers selbst. Ich habe hier die beiden Eingänge, Ausgangspegel und hier habe ich Signalbearbeitung. Fangen wir an mit dem Kompressor. Den kann ich hier frei einstellen nach allen Parametern, die zur Verfügung stehen beim Kompressor. Des Weiteren habe ich die Delay-Funktion. Hier kann ich bis etwa 2 Sekunden Delay eingeben. Und als drittes sei noch zu erwähnen natürlich der umfangreiche EQ. Hier kann ich insgesamt 20 Filter setzen. In diesem oberen Bereich kann ich verschiedene Programme abrufen oder auch speichern. Und ich habe auch noch einen
Tongenerator zur Verfügung für verschiedene Tests, wo ich zum Beispiel Pink Noise mal aktivieren kann, um zu schauen, ob alle Systeme funktionieren. Wer nicht mit dem PC arbeiten möchte, für den gibt es auch die SRX 800 Connect App. Mit der Connect App kann ich die Systeme auch alle komplett fernsteuern. Hier habe ich ein Template, was vorgibt das Hauptsystem mit Subwoofern, rechte Fills, linke Fills und Rear Fills. Hier kann ich jeweils die Lautsprecher einfach meiner Konfiguration entsprechend zuweisen. Jetzt nehme ich mal die 12 Zöller für die Top-Teile und Single 18er für die Bässe. Dann könnte ich auf Tune System gehen. Dort könnte ich das ganze System entsprechend mit EQs dann bearbeiten und eine Gesamteinstellung vornehmen, beziehungsweise entsprechend im Run Show Mode dann auch die ganze Show fahren. Der Unterschied bei Show Mode ist einfach der, dass alle Parameter sehr viel langsamer reagieren, damit ich nicht aus Versehen den Regler zu weit nach oben schiebe. Die Reaktionszeit ist eben sehr langsam, aber das ist gewollt so. Die Einstellung selbst nehme ich bei Tune System vor. Unter Tune System kann ich auch verschiedene Settings auswählen, Main, Speech. Und diese Settings sind V5-Settings, das sind bei JBL interne Bezeichnungen für die Profi-Settings, die auch bei VTX und bei anderen großen Line-Rays genommen werden. Die sind also zueinander alle kompatibel. So, das war ein Kurzüberblick über die SRX 800-Anlage. Wenn ihr dazu noch mehr Details haben wollt, schaut einfach bei uns auf der Homepage vorbei, audiopro.de, oder noch viel besser, kommt hier zur Session nach Frankfurt in den Laden. Vielen Dank, Carsten, fürs Kommen und fürs Vorstellen. Und genau, wie Carsten schon erwähnt hat, ihr könnt jederzeit vorbeikommen, euch die Boxen anhören, wenn ihr Fragen habt, uns anschreiben, E-Mail, wir sind für euch da, wenn irgendwas ist, wie gesagt, einfach melden. Ja, dann würde ich sagen, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, schönen Tag noch.